Ja moinsen, meine sehr verehrten Brudingos und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Im letzten Part haben wir eine alternative Story erlebt und zwar in einem Paralleluniversum. Wir haben quasi die Sichtweise von Nathan als Yo-Kai gesehen und zwar als Flu 2 und haben am Ende des Tages sogar für die Quest eine Belohnung bekommen. Und zwar nicht nur die EP, die wir bekommen haben, die sich auch sehr gut sehen lassen konnten, by the way. Nein, wir haben einen Yo-Kai bekommen und zwar Norma, die Yo-Kai-liche Form von Katie Forrester. Ja, moin. Guten Tag. Die ist jetzt am Start. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was sie kann. Das hätten wir uns im letzten Part auch mal anschauen können. Wir werden es nun herausfinden. Let's go. Zweierheiler. Heilende Techniken wirken bei zwei Yo-Kai. Was auch immer das heißt. Sie hat 186 Life Points. Mit Level 23. Das ist krass. Klaps ist die Kraft, Paradies ist die Heilung. Sie ist ein charmanter Yokai, ist aber eher dazu da, um zu heilen. Scherzchen ist die Ultiseel. Ihr mädchenhafter Charme erobert die Herzen von Freunden und heilt Life Points. Glaub an dich selbst, feuert einen Freund an und stärkt die Stärke. Was denn auch sonst? Lul. Ich glaube, wir packen die ins Team. Ich würde sagen, das machen wir. Dafür kommt zwar hier nicht Säuseline raus, aber ihr wisst, wie sie heißt. Deswegen packen wir ihren Regenbogenring auch mal raus. Also bei geben der guten Katie ihn. Damit der Geist sich ein bisschen erhöht und so. Denn Geist definiert sich ja auch ein bisschen durch das Heilen. Daher ist es auch ganz gut. Sie ist sogar auf Rang B, also nicht schlecht. Ich glaube sogar, dass Fu 2 auf Rang D oder so ist. Also ist Norma auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir nach East Pine kommen, denn wir müssen zum Uhrenladen. Und das ist ein guter Grund, weil wir haben ja im letzten Part, glaube ich jedenfalls, mit dem Kapitel gestartet, mit Kapitel 6. Und da hat sich halt rausgestellt, yo, hier die Story von Nathan und Katie, von Nathan und Erika führen jetzt zusammen. Und das bedeutet auch gleichermaßen, dass wir wohl gleich etwas ganz Besonderes erleben werden hier in der wunderschönen, ja, im wunderschönen Uhrenladen. Wir tauschen aber hier Säuseline oder wie sie heißt aus mit Norma. Let's go! Mhm, das schmeckt. Und jetzt kann ich eigentlich auch sagen, komm, wir packen Norma nach ganz vorne und packen erstmal Robuppa nach unten. Ja, läuft. Man sieht zwar, dass Robuppa auch viel weniger Lebenspunkte hat als Norma, was halt echt schon krass ist, mit Level 23 so viele Lebenspunkte zu haben. Also, nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt aber, wie gesagt, auf zu... Nein, nicht in die Seitengasse rein, nicht hier rein. Wir sind noch nicht an der richtigen Stelle, um Shibanyan S anzufreunden. Wir sind noch lange nicht bereit dafür. Wir sind noch viel zu schwach. Hühnchen-Tempura. Das schmeckt. Kann man das im Westen nicht eigentlich sogar als Chicken Nuggets bezeichnen, weil es halt einfach nur, ja, paniertes Fleisch oder paniertes Essen ist? Weiß ich nicht. Wir sind falsch. Das ist gar nicht der Uhrenladen. Das ist der Uhrenladen. Let's go. Wir gehen rein und gucken, was passiert. Auf geht's. Wir gehen zu Bob. Oh, es geht ums Geschäft, richtig? Entschuldige, aber das wird warten müssen. Komm einfach nachts nochmal. Ah, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, aber warum kennzeichnet man dann... Oh, Junge. Ja gut, habe ich vergessen. Sorry. Dann ist aber auch echt die Frage, warum kennzeichnen die überhaupt, dass man tagsüber dahin gehen muss, wenn es doch nicht funktioniert? Ist halt schon strange. Aber gut, dann gehen wir kurz eben nach Hause. Es kann übrigens sein, dass uns auch gleich eine Zombie-Nacht erwartet, weil wir halt bis nachts schlafen und so. Sicher bin ich mir aber nicht, weil das ja meistens Zufall ist, ob es passiert. Ja, Shibanyan, wieder nur am Knacken, oder was? Mieses Schwein, jeden Tag. Die gleiche Leier hier. Mach dich von meinem Bett weg. So, jetzt ist die Frage, passiert's? Ja, Zombie-Nacht ist da. Machen wir eben schnell durch. Diesmal soll es ja auch eigentlich klappen. In der Zombie-Nacht
Das Haar sieht halt echt ein bisschen aus wie ein K. Die gute alte Zombie nackt. Man kennt's. Ja, wie gesagt, und jetzt werden wir uns... Ja, nochmal der Postfiliale Speedy Pigeon widmen und gucken, ob das diesmal klappt. Im letzten Part, oder beim letzten Mal, als wir es probiert haben, sah es ja nicht allzu gut für uns aus. Ja. Ach, scheiße, Bruder. Wo läuft denn der Zombie bitte hin? Hä, lol? Habt ihr das gesehen? Wir sind nach rechts abgehauen, er läuft nach links. Ist der dumm oder so? Und tschüss. So, wo ist nochmal der Laden? Ach, der ist ja im Südwesten gewesen, ne? Ich frage mich, warum ich dann über... Ja, das ist halt voll nah an unserem Zuhause dran eigentlich. Wir laufen mal außen rum, weil da sind weniger Zombies. Und wir können dann auch etwas entspannter in die Postfiliale reinlaufen. Etwas. Auch wenn da wieder ein Zombie ist, der sich jetzt aber hoffentlich umdreht. Ja, tut er. Das heißt, den kloppen wir... Wieso? Das macht doch keinen Sinn. Er hat mir doch den Rücken zugedreht. Wie kann er mich denn erwischt haben? Das habe ich jetzt gerade nicht so genau verstanden. Jetzt ist die Frage, schaut sich der Zombie nur in Richtung Norden um? Scheinbar. Er hat sich jetzt die letzten 10 Sekunden gar nicht bewegt. Also drauf auf die heilige Sau. Wir haben jetzt schon einmal kassiert, das ist jetzt nicht so gut, aber wenn wir jetzt den beiden Zombies hier ausweichen können... Ja. Sollte das ja eigentlich klappen. Fuck, die bewegen sich. Ich habe Angst. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Als ob das hier alles respawnt, Mann. Wie behindert. Da kann ich auch eigentlich direkt reinlaufen. Und das kann mich auch eigentlich dann gar nicht jucken. Aber wie ist das hier? Ich meine, ihr seht doch, die Zombies kommen direkt auf mich zu. Bruder, deren Bewegungsmuster ist ja voll behindert. Also ich könnte mich halt erstmal dem Linken widmen. Der unten links. Fräulein Blondine, können Sie bitte die Fräsen halten? Ich muss mich hier konzentrieren. Hallo. Jetzt. Nummer 1. Den zweiten will ich auch nochmal klatschen. Was ist das denn da? Es ist wohl dein Glückstag. Du hast ein praktisches Dings da gefunden. Was ist denn das? Praktische Dings da funktionieren, wenn sie sich in deinem Rucksack befinden. Der Schnüffelsensor zeigt dir, wo Items versteckt sind. Es gibt auch ein praktisches Dings da, das es schwerer macht, dich zu sehen. Will dein Dings da strategisch, je nachdem, welcher Zombie-Typ auftaucht. Anders als Kampf-Items können Dings da nicht weggeworfen werden. Bedenke dies. Ja. Ja. Wenn du praktische Dings da siehst, nimm sie unbedingt mit. Wenn die Itembox voll ist, iss etwas Proviant, um Platz zu schaffen. Auf diese Weise solltest du weitere Ausrüstung sammeln können. Um das Rathaus zu erobern, musst du einiges einstecken können. Doch erstmal musst du durch das Läuten der Glocke dort das Postamt befreien. Ja. Okay, also deswegen, ich habe schon das Maximum an tragbaren Items erreicht, oder was? Erhöht den Level deines Rucksacks. Ja, nutzt das. Danke, Mann. Das heißt, wir können jetzt zwei Sachen tragen, ja. Also noch zwei Sachen diesbezüglich. Jetzt können wir sogar noch eine Sache tragen. Der Schnüffelsensor. Wollen wir mal kurz rauslaufen und gucken, ob hier noch irgendwo Items sind? Wollen wir das wahrnehmen? Ich würde sagen, erstmal klatschen wir dich und dann gehen wir zur Glocke. Let's go! Puh, ey, ich dachte wieder, es wäre um mich geschehen. Um einen Haar wäre ich auch wieder verreckt, ey. Als mich draußen drei Zombies gesehen haben. Junge. Diese verdammten Dreckszombies. Aber egal, wir haben es geschafft. Und damit wäre auch dieser Ort befreit. Ja, bis dann, Bruder. Zurückerobert.
Und jetzt wäre es halt ganz nice, wenn wir so langsam aber sicher mal zum Uhrenladen gehen können. Wir haben wieder so viel palabert jetzt. Es tut mir leid. 10 Minuten für nichts. Entschuldigung. Ah. Und wir dürfen direkt nochmal schlafen gehen. Ja, geil. Ich würde in meinen Sommerferien wirklich nichts anderes tun, als jeden Tag zu schlafen. Zu jeder Tageszeit. Am besten dann noch... trotz der heißen Temperaturen, wo aber natürlich auch eine Klimaanlage nicht schlecht wäre, ne? Aber je. So. Jetzt aber auf zum Uhrenladen. Und ich bin froh, dass jetzt nochmal... Na, dass jetzt nicht noch eine... Aha. Zombie-Nacht gekommen ist. Oh, Glück gehabt. So, meine Bruts. Auf geht das. Ist jetzt Nacht oder nicht? Ja, war's. Sah kurz durch die Fensterscheiben so aus, als wäre es Tag. Guckt euch das mal an. Also durch die Frontscheibe sieht es nicht so aus, als wäre Tag, als wäre Nacht, aber durch die außen sich befindenden Fensterscheiben sieht es dann doch so aus. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alter, noch eine Daily Chest an der gleichen Stelle. Bestimmt nochmal Chicken Tempura, oder? Nee, ein Tanzsternchen, aber wir können es ja wahrscheinlich eh nicht tragen, ja. Mann, bin ich froh, sobald das Inventar von Kay, von Erika und Nathan zusammengeführt ist, ey, ohne Witz. So, jetzt aber wirklich. Bob, moin. Howdy, lass mich raten, die Joppel GmbH Fabrikführung? Hä? Woher weißt du das denn? Oh, ausgezeichnete Frage, wer weiß? Ich glaube nicht, dass er uns jemals vernünftig antworten wird. Wenn ihr hier kurz wartet, bereite ich eben alles vor. Mhm. Ah, jetzt müssen wir auch mit Erika zum Uhrenladen gehen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Also, glaube ich jedenfalls. Wir können mal kurz auf den hauptsächlichen Teil der Story gucken. Glückwunsch, du wurdest für eine große Führung durch die Yokai-Watch-Fabrik ausgewählt. Bitte besuche den Uhrenladen tagsüber in Lenzhausen und bei Nacht in den USA. Ah, genau, da war ja was. Die Zeitverschiebung um 12 Stunden. Ja, okay. Wir haben ja Tag. Von daher gesehen, alles chillig, vanillig, alles... Easy going. Ja, bitte. Die Frage ist, haben wir irgendwo ein Blütenbühl? Gerade... Ja, hier. Wanderers Rast. Da haben wir einen Shortcut und den werden wir auf jeden Fall ausnutzen. Wobei es mich halt schon ein bisschen wundert, dass wir bisher noch nicht hier im Rund um die Uhr laden einen Portalex gesehen haben. Kann sich natürlich jetzt noch ändern, dass jetzt gleich da drin einer steht. Weil normalerweise müsste dort einer sein. Jedenfalls war es meines Wissens nach in Yo-Kai Watch 1 und 2 so. Hier allerdings noch nicht, oder? Nö, das lässt man hier erstmal aus. Vielleicht werden wir auch eines Tages hier hindurch gehen können, aber ich glaube nicht. In Yo-Kai Watch 1 und 2 war es nicht möglich, aber vielleicht ist es ja im dritten Teil möglich, da durchzugehen. Jetzt aber erstmal zu Herr Gutblick. Oh, hallo, lass mich raten. Ihr wollt zur Joppel GmbH? Oh mein Gott, sind Sie ein Hellseher? Das ist genau, was wir wollen. Dieser alte Herr, wer ist der? Wie kann er uns Yo-Kai sehen? Und woher kennt er die Joppel GmbH? Irgendwas ist hier faul. Gebt mir nur eine Minute, dann bereite ich alles für euch vor. Ihr Muggel! Oh, da scheint sich irgendwas zu eröffnen. Uah, was ist denn das? Wenn ihr soweit seid, wird euch dieses Portal zur Joppel GmbH bringen. Na dann. Und das ist natürlich hier auch genauso, klar. Ah, okay. Als wäre das so geplant gewesen, als hätte sich Level 5 gedacht, als sie gerade an Yo-Kai Watch 1 gearbeitet haben. Ja, Jungs, Mädels, den Platz lasst aber frei für den dritten Teil, damit nämlich hier diese Teleportstation zur Joppel GmbH platziert werden kann. Wie berechnend. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist total cool hier. Die Joppel GmbH ist recht interessant. Es wird dir dort sicher gefallen. Das wird es. Ach je, und beide gehen sie jetzt hinein. Mit den Yo-Kai natürlich, ja. Joppel GmbH, hier kommen wir.
Jetzt ist echt die Sache, ne? Joppe GmbH, wo ist die? Da sind wir. Ich denke, auf der anderen Seite wird Erika sein. Wow, das ist also die Joppe GmbH? Sie ist riesig. Alter, wisst ihr, woran mich das gerade erinnert, Alter? Charlie und die Schokoladenfabrik. Vom Feinsten. So, vor uns eine große Fabrik und es werden ein paar Kinder ausgewählt, da reinzugehen. Sieht aus, als wären wir richtig. Oh mein Gott, das ist die Joppe GmbH? Schon lustig, dass es beides Lenzhausener Kinder sind. Und jetzt bin ich gespannt, ob die sich kennen. Coolio! Coolio? Hallo! Grüße! Ich bin Erika Denecke, stolzer Nerd. Und du bist? Ich bin Nathan Adams. Sie kommen ins Gespräch? Warte! Wirklich? Der super duper mega ultra bekannte Yokameister? Nathan? Das bist du? Sie kennt ihn! Man kennt ihn. Yokai-Meister? Der Mensch mit den Yokai-Freunden, nach dem ich gesucht habe. Kein Wunder, dass Usapion dich nicht finden konnte. Du wohnst in den USA. Bin ich wirklich so bekannt? Wer hätte gedacht, dass der große Nathan so durchschnittlich aussieht? Das Einzige, das nicht durchschnittlich aussieht, ist dein Schwein. Sind deine Yokai-Freunde. Du bist so durchschnittlich, es ist fast schon beeindruckend. Machst du dich über mich lustig? Nein, natürlich nicht. Opfer. Ich habe riesigen Respekt vor dir. Arsch. Willkommen bei der Joppel GmbH. Lol, das ist ein Doppelpunkt D. Ein Smiley, ja moin. Coolio, ein Roboter. Schau dir nur die Technologie an. Ein absolutes Meisterwerk. Ich bin Joppelbot. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ein Roboter-Spezialist. Ich würde hier nichts anderes erwarten. Gesandte der Menschheit im Besitz der Yokai Watch Modell U. Bekannt als Nathan Adams und Erika Denecke. Positiv. Positiv, glaube ich. Aber Gesandte der Menschheit? An unserer heutigen Führung nehmen sowohl menschliche als auch Yokai-Vertreter teil. Ihr beide wurdet als Gesandte der Menschheit auserwählt. Glück gehabt. Glück gehabt trifft es genau. Das ist eine Riesenehre. Bitte warten. Piep, piep, piep. Greife auf neueste Technologie zu. Installation abgeschlossen. Eure Inventare wurden zusammengelegt. Lol. Eine Vielfalt an Optionen von Nathan und Erika wurden nun zusammengelegt. Und das ist auch der Moment, an dem wir jetzt endlich wahrscheinlich Yokai wie Tomian befreunden können. Mehr dazu in den nächsten Parts. Brudegus! Gesandte der Menschheit, seht, ihr teilt euch nun euer Inventar, lol. Ihr teilt euch jetzt Yokai, Items, Geld und Apps. Auch Yokai? Das heißt, Nathan kann jetzt auch Randomian benutzen und Erika könnte sich jetzt Shibanyan nehmen. Das wäre nice, Tendo. So viele Dinge, die ihr jetzt tragen könnt. Praktisch, praktisch. Die derzeitige Medaillen- und Teamaufteilung ist die von Nathan. Entscheidet die Aufteilung eurer Yokai bitte unter euch. Immer dieses Doppelpunkt D. Schatzsuchen und Yo-Banditen sind nur für Nathan. Okay. Sonst sagen Kommissar klappt nicht und Herr Kiste möglicherweise ohne Nathan, ohne uns oder sowas. LOL! Zombie-Nacht ist auch nur für Nathan, wie es scheint. Aber ansonsten kann jeder von euch an den meisten Sachen teilnehmen. Vielleicht erwarten euch ja jetzt neue Erlebnisse. Nützlich, nützlich. Was? Was hast du gerade getan? Oh, wir teilen unsere Sachen jetzt? Ich wusste nicht, dass sowas geht. Ihr seid Gesandte der Menschheit. Teilen ist obligatorisch. Warte, eine Sekunde. Das ist definitiv ein Problem. Kannst du das rückgängig machen? Wir können nicht einfach alles teilen. Ich weiß nicht, Nathan. Klingt doch eigentlich ganz nützlich. Was dein ist, ist mein. Und was mein ist dein. Jeder gewinnt. Nicht wirklich. Ich fühle mich, als wurde ich ausgeraubt. Die Fabrikführung wird noch vorbereitet. Bitte wartet, lol. Bitte nutzt die Gelegenheit, um mit den anderen Gesandten zu sprechen. Ja, geil. Endlich. Das wurde auch gerade wirklich Zeit. Und die Frage ist, wo ist Erika? Ach, sie läuft mit mir mit? Ja, moin. Und ich nutze gerade echt... Ja gut, ich nutze gerade meine Yokai. Interessant.
So, hier haben wir einige Legendäre, wie zum Beispiel Schlauberger und Spoilerina. Wusstet ihr schon, dass wir auch hier sind? Oh, wen sehe ich denn da? Hallo Schlauberger, was machst du denn hier? Wir wurden als Gesandte der legendären Yokai ausgewählt. Warte mal, Erika. Woher kennst du Schlauberger? Er hat uns vor einer Weile einen Crashkurs in Raketenwissenschaft gegeben. Jetzt, da wir uns kennen, wie wäre es mit interessanten Fakten? Fakten, Schmakten. Wusstet ihr schon, dass... Na hör mal, meine Fakten sind zweifelsohne interessanter. Also bitte, wusstest du schon, dass niemand deine Fakten hören will? Die sind lahm. Schon, aber auch gespoilert wird niemand gerne. Fakten dienen dem Bildungsauftrag. Dein Geschwafel hat keinen Wert. Was hast du gerade gesagt, du aufgeblasener Teddy? Teddy? Oh, du. Triggered. Hätte Joppel keine anderen legendären Yokai auftreiben können? Was zum Himmel dachten die sich dabei, diese zwei einzuladen? Einfach aus Jux und Dollerei? Wahrscheinlich. Keine Bange, ich bin zur Stelle, um die Tour zu kommentieren. Sag Wunderbär, du Sau! Dann eben nicht. Spoilern um des Spoilerns willen? Kommt sofort! Spoil die Spoil die Spoil! So, Feschfrosch und Arachnius. Ja, moin! Oh, du bist es, Nathan. 60 Jahre ist es schon her, oder? Hey, Nathan, danke für deine Hilfe mit den Fieser-Yokai damals. Finde ich cool, dass man sowas einbaut, dass man wirklich, so ein bisschen nochmal einen kleinen Story-Background bekommt. Arachnius, Feschfrosch! Das sind klassische Yokai und die rivalisierenden Anführer der Kraftis und der Knochis. Wie zu erwarten vom Yokai-Meister? Du kennst solche berühmten Yokai? Ach, hör auf, ich werd ganz rot. Aber was machen die Anführer der Kraftis und den Knochis hier? Wir wurden von Joppel als Gesandte der klassischen Yokai eingeladen. Ich bin so aufgeregt. Wir werden sehen, wie Yokai-Watches gemacht werden. Ich krieg nicht genug von dieser modernen Technologie. So cool! Ich selbst bin kein Anhänger von neumodischem Kram. Aber Feschfrosch hat darauf bestanden, dass ich mitkomme. Komm schon, bist du nicht doch froh? Immerhin konntest du Nathan sehen. Ha, ich schätze, diese Reise war nicht komplett umsonst, Bruder. Nathan, die Knochis und Kraftis scheinen sich endlich zu vertragen. Hat sie auch lang genug gedauert, lol. Sei nicht so bescheiden, Nathan. Ohne dich würden sie immer noch kämpfen. Meinst du das ernst? Wow, der Yokai-Meister hat es echt drauf. Unglaublich. Und das, obwohl du der durchschnittlichste Typ überhaupt bist. Bist du sicher, dass du dich nicht über mich lustig machst? Tu ich nicht, Ehrenbruts. Ehre, Bruder. Ehre. So, das ist soweit das mit den beiden. Jetzt haben wir hier noch QB und Viptor. Ja, moin. Hä? Oh, du bist das. Wer hätte das gedacht? Angenehm, dich hier zu sehen. Viptor, QB. Die Joppel GmbH hat euch also auch zu der Fabrikführung eingeladen? Richtig. Als Gesandte der Elite-Yokai klingt nicht übel, findest du nicht auch? Und wer ist das neue Gesicht da hinten? Coolio! Ich bin Erika Denike. Ich bin mit dem Yokai-Meister selbst, Nathan, befreundet. Yokai-Meister? Was soll das denn bitte heißen? Oh, gar nichts. Ignoriert sie einfach, lol. Das war eine kurze Story. Aber ja. Hier haben wir noch zwei neue Yokai. Und zwar, dieser Hase und dieser Renner. Das ist ja voll der Renner, Bruder. Wie heißen die beiden? Hallöchen, seid ihr auch für die Fabrikführung hier? Genau. Ich bin Rocky Zucki, freut mich. Ich bin Hasi, Mata Hasi. Wir sind als Gesandte der Amerika-Yokai hier. Howdy, diese beiden sind Gesandte der Menschheit aus Lenzhausen. Lenzhausen, hey, das ist cool. Lenzhausen gefällt uns. Freut mich zu hören. Schon mal dort Tempura probiert? Wenn nicht, verpasst ihr was. Quatsch, das Sushi dort ist das Beste. Ihr seid ja echte Feinschmecker. Natürlich, aber das Essen in unserer Stadt ist selbstverständlich auch klasse. Wenn ihr mal vorbeikommt, empfehle ich euch ein gutes Sushi-Restaurant. Was?
Tempura ist viel besser. Ich zeige euch ein gutes Restaurant. Ah, wir haben die Qual der Wahl. Nathan, besuchen wir sie mal. Klar, das klingt gut. Sushi, Tempura, beides klingt köstlich, ja. So, und jetzt kommen wir zu unseren beiden Lieblingsbruts. Und zwar Kuma-san und... Kumashiro. Ach du meine Spiralen! Bist du das, Nathan? Es ist schön, dich zu sehen. Was für ein unglaublicher Zufall. Ja, moin. Die zwei Bruts. Kuma-san und Kumashiro. Ja, moin. Kuma-san, Kumashiro, was macht ihr denn hier? Die netten Leute von der Joppel GmbH haben uns auf eine Führung eingeladen. Wir wurden als Gesandte der gewöhnlichen Yokai ausgewählt. Beeindruckend, ihr seid dafür perfekt. Oh mein Gott, wer sind denn diese total obersüßen Yokai? Die sind so süß, ich werde wahnsinnig. Die sind so süß! Süß? Ach du meine Spiralen. Schaut euch doch mal das Gesicht an. Es ist sogar süß, wenn er angsterfüllt ist. Endlich treffe ich mal süße Yokai. Nicht so wie Osapion. Meine Persönlichkeit ist total fies. Süß ist nicht mal in seinem Vokabular. Oh du... Es fühlt sich schon beleidigend an, ihn mit diesen beiden zu vergleichen. Ach je. Du Rotzlöffel! Vader Mode. Ah! Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid! So war das gar nicht gemeint! Ah! Die beiden verstehen sich wohl gut. So würde ich das nicht gerade sagen. Vergleichbar mit der Befreundung von Pikachu und Ash, nachdem sie... Naja, auserkoren worden sind, zusammen auf Trainer, Jagd zu gehen. Ja. Werte Gäste, wir sind nun bereit. Erlaubt mir, euch durch die Joppel GmbH zu führen. Dass ich diese Worte in meinem Leben hören darf. Moment mal, bin ich der Einzige, der weinen muss? Du hast den Roboter gehört, Nathan. Gehen wir endlich rein, ja. Alles klar. Ja dann, Whisper, wir lassen dich und deine Tränen mal allein hier. Hey, macht mal halblang. Ihr könnt mich nicht hängen lassen. Die Frage ist, okay, sie bleiben da hinten stehen und drehen sich um. Ihr undankbaren Banausen, behandelt man so einen wahren Fan? Wahrscheinlich. Alles klar, Brudingos, das soll's für diesen Part gewesen sein. Wir sind vor der Joppel GmbH und beim nächsten Mal gehen wir rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. By the way, habe ich es jetzt auch ein bisschen so gehandhabt, dass morgens um 6.30 Uhr von Montag bis Freitag kein Yo-Kai Watch 3 Video mehr kommt, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass der morgendliche Part untergeht und euch das zu viel ist. Deswegen kommt um 6.30 Uhr kein Video mehr, aber um 14.30 Uhr kommt täglich ein Yo-Kai Watch 3 Video und am Wochenende kommt auch immer um 8.30 Uhr, Samstag und Sonntag, ein weiteres Yo-Kai Watch Video. Mal Yo-Kai Watch 3... Mal Yo-Kai Watch 3 Tutorial Tipps und Tricks Videos oder mal Yo-Kai Watch Puni Puni Videos. Dass ihr da Bescheid wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, warum die letzten Tage kein Yo-Kai Watch 3 Part um 6.30 Uhr kam. Von Montag bis Freitag. Hauen Sie hinein!